Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play SimCity. Ja, wird langsam hier mit der Stadt, haben jetzt schon 106.000 Einwohner, hat sich jetzt nichts verändert. Ich mache ja jetzt hier direkt weiter, weil ich gerade Bock habe. Ich habe gerade Lust, eine Riesenstadt zu machen. Drohende Finanzprobleme, ich glaube nicht. Nur falls du mal einfach dann die Steuern wieder erhöhen. Haben die ja gerade auf 1% für die Einwohner. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich machen? Ich wollte irgendwie ein paar Quests lösen. Wird aber gerade nichts mehr angezeigt. Schade, eben waren ja noch solche Blubberblasen, jetzt sind keine Blubberblasen. Also, ja, diese Comic-Dinger, wisst ihr schon. Diese Wolken, wie man die nennt. Was machen wir da jetzt? Ist das jetzt hier leer? Immer noch nicht leer. Na, mach doch mal jetzt hier. 20.000 und 30.000. Wir müssen ja doch mal gucken, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen ja noch irgendwas, dass wir hier Rohrlager, Metalllager. Wir müssen ja eigentlich hier noch Plastik lagern können. Ach, das können wir ja sogar schon. Na, dann machen wir das doch mal. Brauche ich noch so ein Teil hin hier. Eins auf das mal reichen, das können wir ja beobachten. Treibstoff braucht man nicht. Prozessorlager, und das braucht man dann unbedingt noch. Und Legierung eigentlich auch. Wo ist denn Legierung hier? Hier. Fügen Sie zu einer Handelszentrale eine Metallabteilung hinzu. Wofür, was ist hier mit, Prozessor? Elektroabteilung. Oder Elektronik. Zentrale, eine Gewerbeabteilung. Ah, sehr gut. Das ist beides Elektronikzentrale, Gewerbeabteilung. Das heißt, wir müssen eine Elektronikzentrale bauen. Ich glaube, ich darf gleich wieder die Steuern erhöhen. Was sind jetzt schon wieder? Ich erhöhe die jetzt erstmal wieder, denke ich. Ja, nee, ich warte jetzt nochmal kurz. Nee, doch. Weil ich brauche jetzt Geld erstmal. Oder nehme Kredit auf. Nee, ich nehme Kredit auf. Passt schon. Machen wir nur zwei. So. Das heißt, ich muss jetzt hier hin, dann Elektronik und die Zentrale bauen. Geht nicht. Stellen Sie an einem Tag 7200 Prozessoren her, bisher 4800. Das heißt, wir müssen uns so ein zweites Teil bauen. Dann müsste das reichen. Und dann können wir das Ding bauen und dann können wir den Umschlagplatz komplett ausbauen. Okay, dann muss ich mal gucken, wo ich den am besten hinsetze. Am besten wieder hier irgendwo. Wo ist denn das andere Teil? Hier. Ha. Scheiße. Am liebsten würde ich ja so ein Handelsdepot einfach abreißen und dann dafür so ein Ding hinbauen. Ja, machen wir das doch hier mit. Das ist doch leer jetzt, oder? Ah, nee, das sind 4000 Kisten Plastik. Verdammt. Können wir eins abreißen hier? Nee, ist voll. Okay. Ah, ich will irgendein Handelsdepot abreißen. Geht nicht, geht nicht. Ja gut, dann muss ich mich jetzt erstmal, muss ich das woanders hinbauen. Ich klicke nochmal drauf. Hier würde hier gehen? Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, hier würde gehen. Und dann müssen wir halt schon wieder so viel abreißen. Geht das irgendwie andersrum? Ne, aber hier können wir auch machen. Denke ich. Müssen wir nur die Straße wegmachen. Mache ich jetzt. Was? Polizeirevier? Nein. So müsste es da aber gehen. Okay, das geht nicht weg, die Straße. Scheiße. Weiß nicht, ob das jetzt schon passt. Muss mal schauen. Auf jeden Fall wären sie sehr traurig. Prozessorfabrik, genau. Wieso ist denn das da rot da oben? Das ist da gar nichts. Ist hier irgendwas noch? Ah, hier ist noch ein Feld mit Parkplatz. Okay. So, jetzt müsste es aber gehen. Elektronik. Ah, sehr gut. Das passt doch. So. Bauen wir das mal schnell aus hier. Hier ein Schild. Und dann müssten wir automatisch auch viel mehr Geld machen. Müssen wir dann nochmal in die Recyclinganlage gucken, ob die genug herstellt an Legierung. Das weiß ich nicht. Jedenfalls müssen wir dann noch eine Recyclinganlage bauen wahrscheinlich. Aber was macht man nicht alles für Simoleons, ne? Ja. Hier ist besser, weil dann kann dann vielleicht noch ein großes Haus entstehen, denke ich. Nochmal hier noch. Hier noch. Zu wenig Simoleons. Großartig. Vielleicht noch einen Kredit will ich eigentlich nicht aufnehmen. Scheiße. Muss ich Steuern wieder erhöhen. Mache ich ungern. Aber 116.000 Einwohner, cool. Oh, wir machen ja ganz schön Minus jetzt. Aber ich hoffe doch mit dem Export, dass das trotzdem ausreicht. Nur fürs können wir ja immer noch exportieren, aber das will ich eigentlich ungern machen. Irgendwie Plastik oder so, das möchte ich eigentlich nicht exportieren. Wir können ja mal hier hohe Dichte voll erhöhen. Hohe Grundstückspreise, weil wir wollen die eh nicht drin haben in unserer Stadt. Machen wir einfach mal ganz hoch. Geht nicht mehr als 20%. Schade. So, jetzt haben wir auch schon wieder ein bisschen Geld.
Mittlere Dichte können wir das auch gleich mal machen, ne? Denke ich. Dürfen wir wahrscheinlich gleich wieder abreißen, aber passt schon. Das hier. So. Eiskalt. Ist auch so ein bisschen wie in Berlin oder so, wo einfach mal die Grundstückspreise immer weiter erhöht werden und dann hier die Leute raus müssen, die ja schon ewig wohnen, was immer total abgefuckt ist irgendwie, finde ich. Aber gut, wir wollen ja viele Einwohner haben und wir wollen dann, wir machen es umgekehrt, wir machen das umgekehrt, wir tun ja die Leute rausegeln, die hier zu viel Geld haben, die übelst Luxus wohnen und so, damit wir wieder billige Buden hinbauen können, das ist doch viel geiler so, finde ich. In der echten Welt passiert das halt eher weniger so. Okay, haben schon wieder ein Wasserproblem. Oh, das kann nicht wahr sein. Okay, kann natürlich auch daran liegen, dass einfach mal... Ich glaube, ich muss das Ding einfach woanders hinsetzen. Weil hier einfach auch kein Wasser mehr ist. Das Ding ist leer. Okay, ich drücke jetzt nochmal Pause. Reiß das Ding ab. So. Müll, kommt die hinterher? Ja, sieht gut aus. Kläranlage. Ich wollte am liebsten ja irgendwie jetzt nebeneinander bauen, aber ich wüsste nicht wo. Das ist mein Problem. Ich muss mal kurz Statistik machen hier. So. Wasser, 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 Wasser. Hier. Hier ist gut. Wie könnte ich es denn machen? Hier ist, glaube ich, Gewerbe, ne? Ja, da müssen wir die Gewerbe abreißen. Aber wie gesagt, hier, der eine mit 400.000 Einwohnern hat ja auch kaum Gewerbe gehabt. Das ist schon okay dann. Hier hin oder da oben? Oben haben wir mehr Platz. Kannst du mir rückgängig machen, bitte? Irgendwo, wo ich... Jetzt, ich muss halt irgendwo machen, wo es gefragt wird, ob ich es wirklich machen möchte. Damit es... Oh, scheiße. Ja, okay, jetzt hat es abgebrochen. Würde ich doch glatt sagen, machen wir... Ah, hier ist auch dreckig. Wir können das sogar einfach hier hinbauen, einfach, oder? Denke ich. Die Straße müsste ich halt wegmachen, wenn ich die Kläranlage noch daneben bauen will, denke ich. Gucken wir mal. So. Belagerung. Das würde gehen. Ah, hä? Was ist denn da? Das ist ein anderes Gebäude. Ah, diese Spielhalle. Was bringt die uns? Ja, dann reißen wir die Spielhalle ab. Die bringt sowieso kaum was. So, aber jetzt müssen wir da eigentlich Platz haben. Sieht gut aus. Würde ich die irgendwie so setzen? Ja, irgendwo ist hier noch ein Park. Den Park mache ich auch mal noch weg. So, jetzt aber, oder? Sehr gut. Würde ich die jetzt so hier setzen wollen und direkt links neben die Kläranlage. Das müsste ja eigentlich passen. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht wieder so ein scheiß Bug dazwischen kommt. So. Und da bauen wir das mal aus jetzt hier. Filterpumpe. Wobei das Wasser doch hier sauber ist. Ich brauche ja Filterpumpen, wurde mir erklärt, anstatt normale Pumpen, damit ich dann endlich Wasser irgendwie habe. Hier ist leider nicht ganz voll. Das ist schade. Kann man es auch hier hinsetzen einfach. Hier machen wir genug Wasser. Ich baue erstmal hier eine hin. Und hoffe, dass ich jetzt hier noch eine Kläranlage dahin bekomme. Das wäre natürlich super. Würde uns wahrscheinlich eh gerade das Geld fehlen, aber wir können ja mal schauen. Belagerung, weiter am Park ist. Ne, hier ist der Busbahnhof. Ja, da muss ich dann den Busbahnhof abreißen. Das mache ich halt notfalls, so teuer ist der auch nicht. Dann würde ich dann hier die Kläranlage hinbauen. Und dann ist das nebeneinander und dann müsste ich eigentlich so unendlich Wasser haben irgendwie, weil das immer wieder aufbereitet wird. Zumindest wurde mir das so erklärt. Scheiße, wir brauchen noch eine Filterpumpe eigentlich. Ich mach mal jetzt schnell und hoffe, dass wir... Oder ich nehme noch einen Kredit auf. Wir machen ja genug Geld jetzt. So. Pause. Ja, es war halt blöd, die andere direkt abzureißen. Das war ein bisschen blöd von mir, aber egal. Filterpumpe. Baue ich jetzt... Ah, ne, hab ich ja schon eine gebaut. Da baue ich hier noch eine hin. Kommt die jetzt schon hinterher? Wasser... Mal weiter hier. Benötigt 260, Förderkapazität 315. Okay, passt doch. Da müssen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Geld sparen. Und dann können wir dann noch die Kläranlage hier hinbauen. Dann können wir die hier abreißen und können dann hier... eine Prozessorfabrik habe ich jetzt schon gebaut, ne? Ja gut, dann bauen wir da halt irgendwas anderes hin. Wird uns schon irgendwas einfallen. Guck mal, wir haben schon 127.000 Einwohner. Cool. Es wird langsam. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier irgendwie einen Park hinbauen sollte. Was haben sie denn hier? Ach, wisst ihr was? Ich muss erstmal wahrscheinlich jetzt Häuser abreißen. Ja, weil ich habe die Steuern übelst erhöht. Zumindest für die höheren Grundstückspreise und so. Die Gebäude, ja, zwei nur. Hätte schon mehr Worte. Das wird wahrscheinlich noch. Okay, mehr gibt's nicht. Huch! Sorry. Das tut mir leid.
132.000 Einwohner, cool. Und das, obwohl wir die Grundstückspreise erhöht haben. Quatsch, die Steuern. Nice, nice, nice. Okay, irgendwas wollte ich jetzt noch machen, oder? Irgendwas habe ich gerade das Gefühl, dass ich noch irgendwas machen wollte und das gerade vergesse. Ach ja, 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 genau. Wir haben doch jetzt zwei solche Dinger, ne? Ah, Leute, sind die glücklich? Cool, wir können upgraden. Wo ist denn das Teil? Hier. Machen wir doch glatt. Das macht die Leute ja hoffentlich auch wieder glücklich. Und dann müssen die Dichte, müssen die Dichte weiter nach oben gehen dann. So, was bauen wir da mal? Ich baue erstmal wieder die Grillveranda, das ist das Wichtigste. Oh nein, da reiße ich echt das Haus ab. Ah, baue sie hier hin. Gibt's Würste für die Demonstranten hier? So, das hätten wir. Ah, guckt mal hier, das ist super. Da dürfte jetzt auch bald die Dichte noch höher gehen. Da kriegt man noch mehr Einwohner. Okay, genau. Ich wollte jetzt hier Spezialisierung. Dann Elektronik gucken. Ich habe jetzt zwei Stück gebaut. Das Ding ist doch voll ausgebaut, ne? Plastik hat's voll, es hat aber keine Legierung. Ich baue erstmal noch so ein Teil hier hin irgendwo. Hier am besten. Die geht nicht. Machen wir hier hin. So, Legierung brauchen sie. Das heißt, da müssen wir im Recycling Center gucken. Wahrscheinlich muss man noch ein zweites bauen. Ja, die kommen nicht hinterher. 30 Tonnen Legierung schaffen die, hä? Steht leider gerade nicht da. Wertstoffmangel. Ah. Haben die alles aufgesammelt und die, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt noch mehr Einwohner habe, müssen doch gleichermaßen dann auch mehr Wertstoffe entstehen, die sie aufsammeln können und umwandeln können. Ne? Aber das scheint ja jetzt nicht daran zu liegen, zumindest kommt es mir gerade so vor, dass das zu wenig, also dass das zu langsam ist, sondern das Problem ist, dass einfach alles aufgesammelt ist gerade. Wir können ja nochmal gucken, weil dann brauche ich ja kein zweites Recycling-Center bauen, logischerweise. Total geleerte, 1500 von 4000. Okay, da ging ja noch was, ne? Muss ich wahrscheinlich so ein zweites bauen. Und mit der Muni kommt auch nicht so wirklich hinterher. Ja, da baue ich 3200. Also wir können auf jeden Fall noch ein zweites bauen. Und dann vielleicht auch noch ein drittes, muss ich mal schauen. Wo baue ich denn das hin? Können wir doch hier hinbauen, wo die Pumpstation davor war. Das passt doch super. So. Und jetzt, ja, müssen wir 1000 Garagen bauen. Machen wir einfach mal. Aber ich baue erstmal hier, das hier war's, ne? Leichtmetall-Wiederverwertungsanlage. Legierung, genau. Das Ding können wir gleich abreißen eigentlich. Mache ich auch mal. Plastik machen wir ja wirklich genug. So. Ist das Richtige, ne? Ja, das Richtige. So. Und hier noch eins hin. So, jetzt noch Garagen. Yay, wir dürfen einfach mal 12 Garagen hinsetzen irgendwie. So. Musst du irgendeine Taste drücken können, dass man das hintereinander machen kann. Geht aber nicht, ey, das nervt mich. Nervt mich wirklich. So. Das hätten wir. Ja, dann macht mal Legierung. Wenn die jetzt Legierung machen, müsste dann auch die zweite Prozessorfabrik genug Zeug bekommen, weil Plastik machen wir ja wirklich genug. Was hab ich denn jetzt hier hingebaut? Muss noch mal schauen. So. Ja, leuchtet halt auch noch rot, weil ist ja klar, weil die Plastik haben sie genug. So, Legierung und dann können die auch noch Prozessoren herstellen. Ausgebaut haben wir es komplett. Und wir haben wir schon den Umschlagplatz haben wir schon hier. Plastik. Ne, wir haben nur Plastik und Rohöl. Ah ne, halt. Ist das der Umschlagplatz? Ja, das ist er. Plastikrohöl. Wie ist denn das? Hier ist Plastik. Plastik. Prozessoren. 0 von 2000. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal keine Prozessorendepots mehr. Wir haben viel zu viel Plastik, ey. Krass. Aber gut, wir müssen jetzt rein theoretisch doppelt so viel Einnahmen machen durch Export. Denke ich zumindest. Ja klar, müssten wir. Ich muss halt mal gucken. Vielleicht können wir ja sogar noch so ein zweites Teil bauen. Ich weiß es nicht. Sieht's aus, 2800 von 4100, wir beobachten das jetzt erstmal, ob die, ob das jetzt ausreicht. Vielleicht, deswegen macht es ja Sinn, jetzt noch mehr Einwohner zu bekommen. Wir haben, oh, guck mal, wir haben 160.000. Nice, also fast 160.000, wir dürfen jetzt genau ungefähr den Wert haben, wenn den jeder erreicht, dann hätten wir 2,5 Millionen. Das ging jetzt aber schnell, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, weil ich die ganzen Reichen aus meiner Stadt rausgeegelt habe. Und da jetzt, die weniger Geld haben, alle hier Platz finden. So schön.
Pro Tag geleerte Wertstoffbehälter. Ja, nee, das warten wir erstmal ab. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, habe ich aber wieder vergessen. Ja, genau, dass es Sinn macht, um mal mehr Einwohner zu bekommen, weil ja dann rein theoretisch auch die Anzahl der Wertstoffbehälter steigen muss. Ist eigentlich ganz cool, weil dann, desto größer die Stadt wird, desto besser ist es dann da noch Recycling-Center, desto mehr Geld kann man dann darüber machen. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Würde ich mich freuen, natürlich, wenn ihr nächste Folge dabei seid. Dann müssen wir eigentlich richtig gut Geld machen. Wir können ja schon wieder upgraden. Sehr gut, das mache ich dann auch nächste Folge. Mal gucken, die 200.000, die sind nicht mehr so weit weg. Das sind ja ziemlich große Sprünge, die wir jetzt gerade hinlegen. Und wir, wie viel Steuern haben wir? 12%. Wenn wir das noch niedriger machen und so. Ganze Busladung, einheimischer Sims fahren zum Unterricht nach Blubbertown. Ja, das könnt ihr ja gerne machen. Müssen wir da mal schauen. Wahrscheinlich dadurch, dass jetzt die Einwohnerzahl so krass gestiegen ist, müssen wir bestimmt auch viel Basics wieder irgendwie erweitern. Also was Feuerwehr angeht oder so alles. Schauen wir mal. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.